Ich begrüße euch zu einem ganz besonderen Video aus Efteling heute. Ja, es ist nicht das letzte Video, aber doch irgendwie ein Abschiedsvideo, denn heute sind wir zum letzten Mal nochmal hier, bevor wir wegziehen. Was es damit auf sich hat, da werde ich, glaube ich, am Ende des Videos nochmal kurz was zu sagen. Aber wir wollten heute den Tag nochmal nutzen, um ein Video zu drehen, in dem wir euch nochmal mitnehmen durch den Park und nochmal ein paar Sachen mit euch teilen, die wir hier erlebt haben. Denn wir haben ja beide jetzt über ein Jahr oder fast zwei Jahre sogar hier gearbeitet und ganz viele Dinge erlebt, in ganz vielen verschiedenen Bereichen gearbeitet. Und das wollen wir euch heute gerne nochmal ein bisschen zeigen, nochmal ein paar kleine Sachen erzählen dazu. Und wir fangen hier an dem Ort an, denn hier im Hintergrund seht ihr wahrscheinlich die Pagode. Und da hat es für mich so zu sagen alles angefangen, denn wahrscheinlich habt ihr mein Video gesehen von meinem Geburtstag letztes Jahr, als ich auf der Pagode stand und überrascht wurde von einem Anruf und dann eine Zusage bekommen habe für einen Job hier in Efteling. Und das war wirklich, ich glaube, einer der, wenn nicht gerade der schönste Moment meines ganzen Lebens bisher, weil damit ist meine Freizeitparkkarriere sozusagen losgegangen. Und seither hat die Pagode für mich eine ganz besondere Bedeutung. Immer wenn ich die Pagode sehe, ist das für mich so ein Zeichen, dass es irgendwie Glück bringt. Also immer wenn wir auf der Autobahn hierher fahren und die Pagode schon sehen, denke ich immer so, oh, das bringt mir Glück. Ja, jetzt gehen wir aber erstmal weiter und nehmt euch ein bisschen mit, wie gesagt, und viel Spaß bei diesem Video. Ja, wir stehen hier vor dem Eingangstor von Ravelein. Ist mehr gerade symbolisch gedacht, denn nachdem ich die Zusage bekommen habe, habe ich kurz Zeit später, um genau zu sein, am 1. April 2022, hier im Büro angefangen. Und das Büro befindet sich eben in der Kulisse von dieser Show, Ravelein, was wirklich was ganz Besonderes ist. Und man kann manchmal während der Arbeitszeit sozusagen die Show auch sehen und vor allem hören, was richtig cool ist, auch mal eine andere Perspektive. Und hier habe ich ein Jahr gearbeitet und habe Content Marketing für Deutschland gemacht. Heißt, ich war für die deutschen Social Media Kanäle, für den deutschen Newsletter, für die deutschen Webseiten und auch für sämtliche deutsche Beschilderungen im Park, alles was übersetzt werden musste. Da habe ich immer noch mal so ein letztes Auge drüber geworfen, ob auch alles so passt, ob es stimmt, ob es gut übersetzt ist. Und nachdem ich dort aufgehört habe zu arbeiten, wollte ich unbedingt auch noch mal ein bisschen mehr Erfahrungen im Park sammeln. Und dazu müssen wir jetzt ein kleines bisschen drehen. Ja, das Team von Drohnenflucht und Vieler Folter, zeige ich euch gleich auch noch, ist auf der anderen Seite hinter der Kamera gerade. Die haben mich aufgenommen hier, um eben auch noch mal ein bisschen Erfahrung in den Operations hier zu sammeln. Und ich habe die meiste Zeit bei Drohnenflucht gearbeitet und habe da Gäste eingeteilt, geguckt, dass eben dass es vorangeht, dass nicht zu viele Leute reingehen, geguckt, dass die Bügel zu sind, am Ausstieg aufgepasst, immer geguckt eben, dass alles sicher ist für die Gäste. Und das war sehr cool. Was ich vor allem auch toll fand, ist, dass ich eben zum Beispiel lernen durfte, wie man die Attraktion evakuiert, also für den Fall. Das war wirklich super interessant, eben in allen Szenen hier zu lernen, wie das funktioniert, was man tun muss, was man beachten muss. Und wie gesagt, zu der Abteilung Drohnenflucht gehört auch noch Vieler Folter dazu. Da gehen wir jetzt mal ganz kurz hin. Ja, Vieler Folter, meine zweite Attraktion sozusagen hier, meine offizielle Attraktion, wo ich eben offiziell angestellt war, war ich tatsächlich nur zweimal an meinem allerersten Tag, einfach um ein bisschen mitzugucken und ein bisschen zu lernen, was man da so zu tun hat. Und dann noch war ich noch einmal da eingeplant. Und ja, Vieler Folter ist auch wirklich sehr entspannt. Es gibt eigentlich nur zwei Dinge, die man macht, wenn man keine drei Qualifikationen, nennen sie das, hat, weil man muss eben hier auch Qualifikationen haben, wenn man eine Attraktion bedienen möchte. Und die hatte ich nicht, weil ich schon nur sehr kurz hier war. Deswegen war ich dafür zuständig, zum Beispiel eben Leute reinzulassen, zu zählen, also zu gucken, dass nicht zu viele Leute reinlaufen und auch in der Show zu gucken, dass alle richtig sitzen, dass die Taschen richtig verstaut sind und die Bügel zu schließen. Fand ich auch sehr schön. Ist auch sehr interessant, da mal hinter die Kulissen zu blicken, finde ich, wie so ein Madhouse funktioniert. Wie gesagt, das waren meine zwei Hauptattraktionen, die ich hier hatte, aber
Es gibt hier was ganz Tolles, und zwar, wenn man einen Null-Stunden-Vertrag hat, und ich glaube auch die festen Mitarbeiter können das auch machen, aber ich habe einen Null-Stunden-Vertrag und da gibt es so eine Art virtuelle Pinnwand, und auf dieser Pinnwand kann man selber, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte den Dienst an dem Tag gerne loswerden, weil ich da doch nicht kann, dann kann ich den anbieten, den Dienst, und dann kann den jemand anderes nehmen, und genauso kannst du eben auch selber Dienste von dieser Pinnwand nehmen. Das heißt, ich habe laufend geguckt, was so an Diensten frei ist. Ja, und so hatte ich die Möglichkeit, auch ganz viele andere Abteilungen, also ganz viele andere Attraktionen auch, aber eben auch darüber hinaus Arbeitsbereiche hier in Efteling kennenzulernen. Zum Beispiel bei Ravelein, und diesmal meine ich nicht das Büro, sondern wirklich die Show Ravelein, denn hier habe ich mal ja mir so einen Dienst eben genommen von unserer virtuellen Pinnwand, weil ich einfach auch sehr neugierig war, was man da macht. Also ich konnte es schon ein bisschen ahnen, denn ich kenne die Show ja. Und ja, ich war hier dafür verantwortlich, eben um Gäste hier aufzuklären, was das ist, weil viele kommen hin und haben keine Ahnung, was das für eine Show ist. Gäste reinzulassen, bei der einen Show auch die Leute, die zum Dinner gehen, von denen zu separieren, die eben nur die Show sehen wollen. Ja, ich stand auf der Tribüne während der Show, habe aufgepasst, dass keiner isst und wegen den Tieren und dass alle sitzen bleiben. War eben wie wieder für die Sicherheit der Gäste verantwortlich und konnte auch ein bisschen Show gucken währenddessen. Das war auch wirklich schön. Es war ein sehr entspannter Dienst. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Ja, kommen wir zu meiner Story. Ich habe in Efteling im Dezember 2021 hier angefangen, in der Station der Ost, heißt in der Gastronomie, und ich habe hier alles möglich gemacht, von Döner über Kaffee, Pommes, Burger, ja, was man halt hier so bekommt, und ja, habe hier alles kennengelernt, wie das so läuft, wie das funktioniert, wie man sehr hart, sehr lange, sehr stinkend und sehr heiß arbeiten muss, unter höchstem Stress. Aber das war es wert. Ich hatte richtig tolle Kollegen, es war immer gesellig. Und ja, hier habe ich die niederländische Sprache gelernt und deswegen ja, verbinde ich halt sehr viel damit. Es ist ja auch der Ostbahnhof, Station Ost, wo der Stoomtrein im Angarten habe. Den liebe ich auch sehr, sehr, sehr doll. Von daher war das wirklich immer eine sehr schöne Zeit, auch wenn es sehr hart war. Aber zurückblickend fand ich es sehr, 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 sehr schön. Nachdem ich in der Gastronomie gearbeitet habe, bin ich dann, weil ich die niederländische Sprache dann gut genug beherrscht habe, zu den Attraktionen gewechselt, und ich hatte eine feste Attraktion, und das war hier Max und Moritz. Haha, die deutsche Attraktion im Park. Ja, aber es war eine Achterbahn, und ja, was muss man da alles machen? Also, es gibt so verschiedene Positionen natürlich und verschiedene Zeiten, wo man arbeitet, wo man das zum Beispiel früh morgens alles erstmal guckt, ob alles checkt und alles klar ist, ob alles sicher ist. Und dann natürlich tagsüber die ganz normalen Operations, heißt am Eingang misst man die Kinder, am Eingang von der Achterbahn, also am Bahnhof, teilt man die Gäste dann ein. Am Zug kontrolliert man die Bügel, dann gibt es noch eine Person, die drückt auf Start und sieht die Bildschirme. Und dann gibt es noch die Leute, die, ja, oder eine Person, ein Mitarbeiter, die Gäste, die eben nicht so gut mobil sind, in den Bahnhof reinlässt über einen Lift. Ja, und das war es eigentlich, was man hier so macht. Das ist immer sehr lustig gewesen hier mit den Gästen. Man konnte immer viel mit den Gästen interagieren, viel Quatsch machen, weil es ist ja auch Max und Moritz, und das Team hier war auch immer sehr, 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 sehr cool drauf. Einen Tag haben Nathalie und ich auch noch getauscht, da bin ich zu Stromflug gegangen, und Nathalie hat hier bei Max und Moritz gearbeitet. Das geht nämlich auch mit dem digitalen, wie sagt man, Pin, mit der digitalen Pinnwand. Und ja, das war einfach wirklich sehr, sehr cool, und ich habe mich sehr gefreut, dass ich dann auch noch an den Attraktionen fest bei Max und Moritz und dann eben später noch ein paar anderen Attraktionen auch noch arbeiten durfte. So, jetzt stehen wir am Haupteingang, unschwer zu erkennen. Wir dachten, wir fahren mal sofort und gehen ein bisschen chronologisch ab jetzt vor und fangen beim Eingang an. Weil ich tatsächlich auch mal hier am Eingang gearbeitet habe. Und zwar habe ich da verschiedene Sachen gemacht. Zum einen gibt es da den Gästeservice.
also hier rechts sozusagen, wo man ja verschiedenste Dinge machen kann. Das meiste, was ich gemacht habe oder eher mitgemacht, weil ich war nur einen Tag da und wusste ich noch nicht so richtig Bescheid, wie, was, wo. Deswegen habe ich viel mitgeguckt, aber das meiste, was ich gemacht habe, war eben Jahreskarten ausgegeben oder ausgestellt, neue Fotos gemacht für Jahreskarten. Ja, ab und zu habe ich auch mal ein Ticket verkauft, denn es gibt ja keine Kassen mehr. Die meisten kaufen das online heutzutage, aber ab und zu kommt dann auch noch mal jemand vorbei, der ein Ticket kaufen möchte. Und was ich auch gemacht habe, und dabei fällt mir ein, was ich noch vergessen habe zu erzählen, vorhin bei Traumflucht und vieler Folter, ich habe auch manchmal so eine Facilitatenkarte, so eine, die heißt glaube ich auf Deutsch Karte für behindertengerechte Einrichtungen, sehr langes Wort, Facilitatenkarte auf Niederländisch, die habe ich manchmal ausgestellt, die kann man sich übrigens auch online runterladen. Das ist eine Karte für Menschen mit Behinderung, die aus welchem Grund auch immer keinen Gebrauch von den normalen Warteschlangen machen können. Und da gibt es bei Traumflucht und vieler Folter ganz tolle Alternativen für Leute, die eben ihren Rollstuhl nicht verlassen können. Also die ein Stück laufen können, die können auch in die Attraktion über diesen Eingang. Aber es gibt auch Alternativen, und zwar bei Traumflucht gibt es ein virtuelles Traumflucht. Da kriegen die Menschen so eine VR-Brille auf und erleben dann eben die Fahrt virtuell. Können sogar gekoppelt werden mit Angehörigen, die dann in der Attraktion sitzen, damit man sich eben auch gegenseitig unterhalten kann und sehen auch das Gleiche dann. Das war sehr interessant, das mal zu machen, oder nicht selber zu machen, aber eben mit Menschen zusammen das zu machen dort. Und bei vieler Folter gibt es einen Filmraum, das heißt Menschen mit Behinderung können da, die nicht aussteigen können, die nicht in die Hauptshow können nach den zwei Pre-Shows, können in einen separaten Raum, und da wird dann ein Film abgespielt, der halt eben den Menschen so ein bisschen nahe bringen soll, was in der Attraktion in der Hauptshow passiert. Ich durfte den Film einmal auch gucken, war ganz interessant, das mal zu sehen. Und genau, das habe ich eben hier so gemacht, eben solche Karten zum Beispiel ausgestellt, genau dafür. Und was auch noch ein bisschen dazu gehört, aber mehr eine separate Abteilung ist, ist der Entree, also der Eingang, der Einlass. Dazu gehört die Ticketkontrolle, also Tickets checken und scannen. Dazu gehört auch der Parkplatz, Parkierterrein, der Park, das habe ich nicht gemacht, das ist ein Parkeinweis, aber das gehört auch dazu. Der Verleih gehört dazu von diesen kleinen Kinderhandwagen, von den Scootmobilen, Rollstühlen, kann man sich da alles ausleihen. Garderobe, wo man noch Sachen abgeben kann, ist da auch noch, das gehört auch dazu, aber ich habe nur den Einlass gemacht. Ja, dann würde ich sagen, ich übergebe mal an Matthias, denn Matthias hat hier zu dem Gebäude auch noch was zu erzählen. Ja, genau. Ich war hier in Efteldingen, dem großen Hauptshop vom Efteling, und ja, hab da mal so einen Tag mit Sachen verkauft, Souvenirs verkauft. Das war ganz süß zu sehen, wie die Kinder sich über die Schwerter gefreut haben, die sie in der Ravelein-Show gesehen haben, und natürlich über alles, was blinkt. Alles, was blinkt, das ist toll, das lieben Kinder. Das habe ich auf jeden Fall gelernt. Und ja, also wenn ihr einen Freizeitpark habt und Sachen verkaufen wollt, kauft euch so blinke Sachen ein für euren Shop. Das kommt immer sehr gut an bei den Kindern. Und in diesem Gebäude hier hinter mir, da haben Nathalie und ich beide gearbeitet. Und zwar in der Show Caro. Große Empfehlung von uns für euch, falls ihr mal in Efteling seid, schaut auch Caro. Denn es ist eine internationale Show, die ganz ohne Sprache eigentlich auskommt. Und das ist genau richtig für diesen Park. Und wir haben beide einmal einen Dienst mitgemacht. Ja, einfach, wie sagt man das? Show. Aufsicht, ja. Einlass, Aufsicht. Hippie-Begleitung. Genau, also die Leute einfach die Tickets scannen und denen sagen, wo sie hin müssen. Dann während der Show eben schauen, dass alle sitzen bleiben, dass niemand ins Feuer rennt. Ja, genau, dass die Leute nicht überfahren werden von irgendwelchen Dekorstücken, wenn sie aufs Toilette müssen. Und dann, genau, den Leuten noch einen schönen Abend wünschen und putzen. Das müssen wir natürlich auch nochmal vielleicht erwähnen, dass bei allem, was man hier eigentlich macht, immer, immer, immer wieder auch Putzen dazu gehört. Denn nur so bleibt Efteling auch so schön, wie es, ja, wie man es kennt eigentlich. Genau, und ja, ich sag mal, wenn man diese Show guckt, dann kann man, also nicht guckt, sondern da arbeitet, dann kann man sich auch ein bisschen gucken, weil so viel zu tun ist dann doch nicht. Und das ist ein sehr, 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 sehr schöner Dienst gewesen und tatsächlich auch mein letzter. Und direkt daneben ist Aquanura, und auch für Aquanura ist Personal nötig, denn klar, also die Show muss gestartet werden,
Und es muss auch ein bisschen auf die Gäste aufgepasst werden. Man sagt eigentlich Crowd-Management dazu. Einfach, dass die Leute eben nicht alle auf einem Haufen stehen, dass niemand ins Wasser fällt oder über die Brüstung klettert. All solche Sachen, auf das achtet man dann. Und ja, während ich hier einen Dienst hatte, durfte ich tatsächlich auch mal den Knopf drücken, der Aquanura dann gestartet hat. Das war für mich wirklich ein sehr besonderer Moment. Das war richtig cool. Und ja, wenn ihr im Sommer in Efteling seid, dann schaut Aquanura ganz, ganz spät am Abend, weil dann ist es dunkel, dann sieht es wunderschön aus mit all den Farben. Oder kommt Efteling im Winter besuchen, dann könnt ihr abends auch immer Aquanura im Dunkeln genießen. Ja, wir stehen immer noch am Aquanura-See, weil wir nicht bis ganz zum Ressort laufen wollen. Und zwar geht es jetzt ganz kurz ums Lohnschlott. Man kann es nämlich von hier ein wenig sehen. Ich weiß nicht, ob man es jetzt gerade im Hintergrund ein bisschen sieht. Es ist ein Gebäude mit einem großen Geweih oben auf dem Giebel. Ich blende euch auch nochmal eine Nahaufnahme davon ein an der Stelle. Dann wisst ihr, was ich meine. Und zwar, das ist das Lohnschelland Hotel und das gehört zum Ferienpark Efteling Lohnschelland. Da gibt es eben das Hotel, aber auch einige Ferienhäuser verschiedenster Art. Übrigens gibt es auch noch Bossreich, das ist noch ein weiterer Ferienpark, wo es noch etwas luxuriösere Ferienhäuser gibt und auch sowas wie Hotels, also Hotelzimmer eher. Aber ich habe mal im Efteling Lohnschelland gearbeitet, an der Rezeption vom Lohnschelland Hotel. Einen Abend. Und ja, was macht man da? Also man macht nicht das, was man da von der Rezeption erwartet, nämlich man ist nicht für den Check-in zuständig. Das machen die Besucher nämlich hier selber über die App. Sie kriegen einen digitalen Schlüssel, aber man ist da natürlich für Fragen und für, um Sachen vorzubereiten. Wenn irgendwer was Spezielles für ein Zimmer geordert hat, das vorzubereiten und Tischreservierungen für das Restaurant zu machen und zu checken, ob noch der Bestand noch vollständig ist von allem, was man da so braucht und alles Mögliche. Es war auf jeden Fall auch sehr interessant, sowas mal mitzumachen. Und ja, ihr seht, unsere Erfahrungen gehen über den Park hinaus. Es gibt übrigens auch noch das Efteling Hotel, noch gar nicht erwähnt. Und wenn ihr euch jetzt umdrehen würdet, um 180 Grad, also hinter der Kamera befindet sich gerade eine Großbaustelle vom Efteling Grand Hotel. Das ist ein neues Hotel, was hier gerade gebaut wird, was hoffentlich nächstes Jahr fertig sein wird. Und wo ich schon Lust hätte, mal zu übernachten, denn ich habe bisher oder wir beide noch nie in Efteling übernachtet. Ich kenne zwar alle Unterkünfte, ich habe mal eine Tour gemacht mit ein paar Kollegen, wo wir uns alle Unterkünfte angeguckt haben. Ich durfte selber auch mal Leute von Mediapartner hier durch die Unterkünfte führen und ein bisschen was zeigen, aber selber noch nie übernachtet. Wer weiß, vielleicht, wenn das Hotel fertig ist, machen wir das mal. Und ich würde sagen, wir gehen mal zu einer weiteren Baustelle. So, ich habe euch noch eine Großbaustelle versprochen und hier ist sie, Danse Macabre, die neue Attraktion 2024, die hier anstelle des Spokestop errichtet wird. Und vielleicht auch noch mal ganz schön, doch noch mal kurz auf das Spokestop zu sprechen zu kommen, denn da haben wir auch was ganz Besonderes mitgemacht. Und zwar durften wir, das war noch bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten, im Rahmen von einem, ich weiß nicht, Studienprojekt oder sowas in der Art, auf jeden Fall durch die Uni von Matthias, durfte ich auch mit, wo ich sehr dankbar darüber bin, haben wir eine Führung bekommen, wo wir eben alles Backstage sehen durften, rund um das Spokeslot. Wir waren überall, wir haben uns alles zeigen und erklären lassen und wir durften sogar in der Kulisse stehen, während eine Show lief. Das fand ich echt besonders, das hätte ich nie gedacht, dass ich sowas mal erleben darf. Aber ja, das war echt cool und jetzt gibt es das Spokeslot nicht mehr, jetzt wird hier eben die neue Attraktion gebaut und da habe ich natürlich auch schon sehr viel mitgemacht. Dadurch, dass ich im Marketing gearbeitet habe, habe ich auch viel dazu gelesen und vorbereitet für eben die deutschen Texte dazu, was die Ankündigungen. Und ich hatte auch eine Baustellenführung einmal. Da stand noch fast nichts. Eigentlich, es war mehr ein Loch noch, aber trotzdem interessant, schon mal ein bisschen was zu sehen von der Baustelle. So viel zu Danse Macabre. Wir werden hoffentlich zur Eröffnung da sein. Ich hoffe es sehr. Würde mich sehr, sehr freuen. So, wir stehen hier bei unserem großen Freund. Bei ihm habe ich auch einmal einen Dienst gemacht, denn ja, der Djinn hier bei Fata Morgana, der ist nur im Sommer da, aber braucht dann auch einen Aufpasser. Und ja, ich habe einen Tag lang auf ihn aufgepasst.
und geguckt, dass er ja, sich an die Regeln hält, die Besucher sich an die Regeln halten, hab Fotos gemacht und ein bisschen Späße gemacht mit ihm und den Gästen. Ja, und zu Fata Morgana, das ist ja auch hier, wollen wir da so ein bisschen schwenken vielleicht? Da haben Nathalie und ich auch beide einmal gearbeitet, einen Tag lang. Ich habe sogar zweimal da gearbeitet. Ja, was man da macht, ist, man läuft eigentlich auf dieser Drehscheibe und zwar den ganzen Tag. Und ja, man teilt die Leute in die Boote ein, man hilft den Leuten in die Boote rein, man hilft ihnen raus, man sagt, wo der Ausgang ist und natürlich hilft man auch den Leuten, die eben nicht so gut zu Fuß sind, in die Boote einzusteigen. Ja, das ist es eigentlich, was man hier macht und ja, da gibt es noch bestimmt Regeln für die im Notfall, was man da alles, wie sagt man das, und Räume evakuieren muss, genau. Da gibt es dann so spezielle Kärtchen für jeden Mitarbeiter und so weiter und so fort. Das geht jetzt vielleicht zu weit ins Detail. Aber ich würde sagen, vielleicht zeigen wir noch mal ein paar Bilder von Fata Morgana von drinnen, Nathalie. Ja. Diese Attraktion hatte keiner von uns auch nur im geringsten irgendwas zu tun. Ich schon sowieso nicht. Aber ich habe mir was vorgenommen. Und zwar am allerletzten Tag, der ja heute ist, hier, wo wir noch hier wohnen, werde ich das fahren. Und ich halte mich da dran. Ich habe Wechselklamotten eingepackt. Leider keine Wechselschuhe, fällt mir gerade ein. Das heißt, wenn meine Füße nass werden, wird es trotzdem unschön für mich. Aber ja, ich würde sagen, auf geht's, Matthias! Aber wir sind zu zweit im Boot. Ich habe mir sagen lassen, zu zweit ist nicht so nass. Bleibt das jetzt so? Nee? Es wird schlimmer noch. Nein! Bei dir schon mal mitgefahren, aber ist lange her. Ich glaube, ich bin aus dir hergezogen. Vor 2 Jahren. Oh nee, ich sehe schon. Oh nee, warum bin ich immer rückwärts? Ich hab sehr eilig. Ich war selten so entspannt in einem Wrestling, ne? Selten. Das war gerecht. So oft wie ich da Leute nass gemacht habe, waren voll in den Rücken rein. Du bist richtig trocken, wir müssen noch mal. Nee. Da. Da. Fachelchen. Ja, aber bevor wir gleich dazu kommen, wir sind gerade Piranha gefahren, wie ihr gesehen habt. Wirklich, das war für mich wie eine neue Attraktion entdecken hier. Ich bin da ja nie. Das ist alles so ungewohnt für mich. Deswegen, es war wirklich, ich möchte nicht sagen, dass es cool war und ich Spaß hatte, es war auszuhalten. Und ich bin wirklich nicht doll nass geworden. Ich glaube, wenn man zu zweit in so einem Boot sitzt, hat man gute Chancen, relativ trocken zu bleiben. Das Nasseste war diese Fontäne, die diese Leute da ausgelöst haben. Und aber ja, ich habe extra noch meinen Pulli ausgezogen, damit ich gleich das Trockenes anzuziehen habe. Ja, jetzt stehen wir hier, haben diese wunderschöne, die Baustelle sieht man nicht hinter mir, ne? Sieht man die ein bisschen her, okay. Normalerweise, hier keine Baustelle ist von da aus, ich glaube, es ist noch ein bisschen schöner hier, aber trotzdem hat man hier die Skyline von vielen Achterbahnen,
4 Stück sieht man hier. Und jetzt wollen wir aber ganz kurz über diese hier sprechen. Baron 1818, das spricht man es richtig aus. Da haben wir auch beide gearbeitet schon und ich habe da auch was ganz, ganz Tolles erleben dürfen. Und zwar hat mir mein Team von Marketing, also zum Abschied, ein ganz tolles Geschenk gemacht. Und zwar durfte ich einmal beim, wie sagt man, Obststart auf Deutsch? Starten. Ja, morgendlichen Startchecks und so dabei sein. 7 Uhr morgens ging es los mit Rangieren und erstmal überprüfen, ob alles noch gut ist, die Räder, alles und so weiter. Da wurde mir alles auch gezeigt, das war richtig interessant da in der Wartungshalle vom Baron. Und ich durfte auch mit den Lift hochklettern bei Sonnenaufgang. Es war wunderschön, es war richtig toll. Ich durfte sogar ganz oben am Drop ein Stückchen noch runter Richtung Drop, da ist so eine kleine Leiter. Das war echt gruselig, da zu stehen, aber auch richtig toll. Eine Wahnsinnsperspektive. Und ich habe auch, da habe ich kurz bei Baron gearbeitet und auch noch mal einem anderen Tag, kürzlich, habe ich auch noch mal einen Nachmittag, Abend da gearbeitet. Und Baron gibt es echt auch viel zu tun. Also wenn man wirklich viel machen möchte, viel Abwechslung haben möchte und immer irgendwie was zu tun haben will, dann ist Baron wirklich eine tolle Attraktion, denn es gibt verschiedenste Positionen. Man steht am Eingang und misst Kinder. Man zahlt diese Tickets aus, damit die Leute eben nachher in die richtige Reihe kommen. Man nimmt Gepäck an oder gibt Gepäck wieder raus. Man sammelt die Tickets ein und teilt die Leute dann in die richtigen Reihen ein. Man kontrolliert Bügel. Was gibt's noch? Ja, auch Gäste mit Behinderung in den Zug begleiten. Und es ist wirklich so toll gemacht alles. Also da herrscht so eine tolle Kommunikation, weil der die Tickets austeilt, muss ja schon wissen, wie viele Plätze er frei halten muss, damit eben nachher die Gäste mit Behinderung einsteigen können von der Station aus. Das ist echt super toll. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich will nicht sagen, dass ich nicht auch mal ein kleines Durcheinander gemacht habe, aus Versehen mit den Tickets. Aber zum Glück hat sich alles lösen lassen. Es war wirklich cool. Möchtest du noch was zu Baron sagen? Da fand es auch cool, da zu arbeiten. Ist halt auch echt eine tolle Anlage. Und ich durfte übrigens an dem Tag, wo ich den Start mitmachen durfte, auch die Testfahrt mitmachen. Das war auch cool. So war ich die erste zusammen mit einem Kollegen, die die Achterbahn gefahren ist an dem Tag. Da. Hühnchen. Hallo. Schön, die Sonne ist rausgekommen. Ja, wir befinden uns noch immer in der Achterbahn-Ecke oder besser gesagt jetzt wirklich mitten in der Achterbahn-Ecke in Rauchreich. Und hier gibt es noch viel mehr zu erzählen. Hinter mir seht ihr gerade die fliegende Hollande, hier die Wasserachterbahn. Eine wirklich, wirklich tolle Achterbahn. Und da habe ich auch was sehr Schönes erleben dürfen. Und zwar gab es hier oder gibt es hier regelmäßig Veranstaltungen von Efteling für Menschen, die unter gewöhnlichen Umständen, sage ich mal, keine Möglichkeit hätten, einen Freizeitpark zu besuchen. Das war auch im letzten Jahr im Oktober der Fall. Da war hier der Park einen Abend geöffnet, eben für den guten Zweck, eben für solche Leute. Und alle Mitarbeiter aus dem Park konnten Menschen anmelden dazu, von denen sie glauben, dass sie dazu berechtigt sind, an so einem Abend hier teilzunehmen. Und alle Mitarbeiter durften auch ehrenamtlich mithelfen. Das heißt also, alle aus dem Büro auch, wo ich da noch gearbeitet habe, konnten sich einschreiben und konnten auch, was ist Vorkehr auf Deutsch? Referenz. Referenz, ja. Stimmt. Okay, ja, manchmal kenne ich nur noch niederländische Worte. Man konnte Präferenzen angeben, wo man am liebsten arbeiten möchte. Ich habe auf Nummer 1 Attraktionen gesetzt, weil ich unbedingt bei Attraktionen arbeiten wollte und weil ich damals auch noch nie bei einer Attraktion gearbeitet habe. Und es hat geklappt und ich war bei der Fliegende Hollande, die erste Attraktion hier in Efteling, bei der ich gearbeitet habe. Ja, es war wirklich, wirklich schön. Allein das Event an sich fand ich total toll. Die Leute haben auch alle noch einen Essensgutschein bekommen und ich glaube, es gab auch noch einen Ballon für die Kinder, kostenlos. Und es war wirklich, wirklich schön. Die Leute waren sehr dankbar und es hat mega viel Spaß gemacht, hier zu arbeiten. Und habe mir auch so ein bisschen was hinter den Kulissen zeigen lassen. Aber das habe ich
bei fast jeder Attraktion, wo ich gearbeitet habe, oder man sieht es teilweise auch automatisch, aber habe mich auch gerne ein bisschen rumführen lassen, wenn man schon mal die Gelegenheit dazu hat. Ja, also das war wirklich toll und ich glaube, dass Matthias auch noch was zum Fliegenden Holländer sagen möchte, oder? Dann tauschen wir mal kurz. Und zwar hat der Fliegende Holländer ein kleines Update erhalten, eine Veränderung im Dark Ride Part diesen Frühling. Und ja, ich war hier bei der Mitarbeiterpremiere, es gibt auch ein kleines Video dazu auf unserem Channel, wo wir als allererste diese neue Version des Dark Ride Parts erleben durften. Und das finde ich sehr, 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 sehr toll, weil das ist immer noch eine meiner allergrößten Lieblingsattraktionen, zusammen mit Vogelrock und Drumflucht und Fata Morgana und all die anderen tollen Attraktionen. So, wir haben uns einmal umgedreht und auf der von euch aus linken Seite seht ihr Python, denn ich habe auch zweimal an Python gearbeitet, also auch Kindermessen an der Station, Leute einteilen, solches und Bügel kontrollieren, solche Sachen. Ja, ist bei Python irgendwie ganz cool, weil es ist auch ein chilliges Team da und auch einfach eine schöne Anlage zum Arbeiten, die Vekoma-Anlage. Und ja, oftmals dann auch für Kinder das erste Mal eine Looping-Achterbahn, weil die auch schon ab 1,20 Meter ist. Und dann gibt es so kleine Zertifikate, die wir den Kindern geben, wenn sie das erste Mal mitgefahren sind, dass sie dann sich getraut haben, Python mitzufahren. So, ja, das ist einfach sehr süß, sehr schön. Und daneben auf der rechten Seite seht ihr die Holzachterbahn von GCI, Great Coasters International, Joris Enedrag. Da habe ich auch einmal dran gearbeitet. Einmal hatten wir sogar eine ERT, Nathalie. Ja, stimmt. Stimmt. Genau. Und ja, ich habe daran gearbeitet. In diesem Fall muss man auch wieder mit Kindermessen, Bügelkontrolle, eigentlich ja, Freigabe drücken. Solche Sachen macht man halt mit einer Achterbahn, wenn man da arbeitet. Und sauber machen natürlich. Ja, und bei Joris in der Drag ist es so, da hat man halt noch diesen Gurt und es ist halt krass, wie viele Leute das nicht checken. Also, ist ja eigentlich einfach, ne? Aber viele Leute sind dann so, hä? Wie geht das? Das ist immer so ein bisschen, ja, man muss sich immer in die Lage versetzen, okay, die Leute sind hier nur einmal vielleicht und haben das noch nie gesehen, noch nie in anderen GCI-Coaster. Die ist das was Neues oder noch nie im Flugzeug oder gesessen. War nur im Europa-Park. Oder war nur im Europapark, wo es keine Gurts gibt. Ja, genau. Ja, das sind so Sachen, auf die man achten muss. Die Kollegen, wenn man hier die Qualifikation hat, müssen auch immer morgens die Achterbahn ablaufen. Und all solche Dinge. So, und jetzt übergeben wir mal zur nächsten Attraktion. Wir sind hier bei Vogelrock. Unsere letzte Achterbahn, wenn man so sagen will. Damit haben wir alle Achterbahnen jetzt einmal durch. Wir haben quasi an jeder Achterbahn hat einer von uns einmal gearbeitet. Ja, und hier bei Vogelrock habe ich gearbeitet, einen Tag lang, oder ich glaube einen Abend war das sogar. Ja, was muss man da alles machen? Kinder messen, Bügel kontrollieren. Man sagt den Leuten nur, sie müssen selber checken. Muss halt gucken, dass die Leute drin sitzen. Menschen mit Behinderung über den extra Eingang reinlassen. Und das war es eigentlich auch schon. Freigabe drücken und dann fährt das Ding auch schon los. Ja, das ist es eigentlich. Und was ich halt sehr cool fand bei Vogelrock ist, dass wir nach der Schicht durch die Achterbahnhalle, wo man eben durchfährt, im Dunkeln gehen musste. Und dort war dann auch Licht an. Und das war natürlich sehr, sehr cool zu sehen. Ein Kollege ist dann mit mir auch noch runtergegangen zu den Schienen. Man sieht wirklich, wie die Schienen wirklich quasi auf dem Boden liegen an den niedrigsten Stellen. Sieht so cool aus, weil alles ist schwarz, der Boden, die Wände, die Decke und man sieht auch den First Drop, wie hoch der eigentlich ist. Also diese Achterbahn ist echt nicht so ohne, wenn man sich das auch mal anguckt im Helm. Und wenn man mitfährt, ich glaube, man merkt es dann auch, dass da ordentlich Gehkräfte sind. Ja, und ich glaube, wir drehen auch noch mal eine Runde, oder Nathalie? Ja. Ja.
ein Stückchen weiter gelaufen und stehen jetzt hier auf dem Anton Peak Line, der nostalgischste Ort eigentlich hier in Efteling mit den ganzen Karussells. Und hier, das ist eine Abteilung mit Folk von Love, also mit der Schneckenmonorail und was noch so dazugehört. Und ich habe auch hier eigentlich zwei Tage gearbeitet. Ein Tag stand ich hier bei den Karussells, Matthias übrigens auch. Also kann für uns beide sprechen, dass wir hier schon bei den Karussells gearbeitet haben. Und es sind insgesamt 6 Karussells aktuell. Das Karussell, das man hier links sieht, das ist ja Fietsmolen, nennen wir das. Das ist das Fahrradkarussell. Das gibt es nur dieses Jahr, weil es ist Anton Peak-Jahr dieses Jahr. Und zu diesem Anlass wurde dieses Karussell hier aufgestellt. Das ist super alt und es ist wirklich mit Muskelkraft angetrieben. Und man muss deswegen immer, also jeder erwachsene Menschen können eben da drauf sitzen und selber treten, wie auf einem Fahrrad. Und wir mussten ab und zu mal mit anschieben, weil es halt wirklich schwer geht. Also wir standen manchmal, haben richtig mitgeholfen mit anschieben, bin auch einmal mitgefahren, weil wir zu wenig Leute waren. Ja, und dann habe ich noch was anderes hier gemacht und da gehen wir jetzt ganz kurz gucken. So, wir sind ein kleines Stückchen weitergegangen und jetzt seht ihr hinter mir ein kleines Häuschen und da ist eigentlich, ich glaube, nichts drin, sonst, es steht leer, aber dieses Jahr auch zum Anton Peak-Jahr hat man da ein kleines Kasperle-Theater reingebaut und da hatte ich auch einmal einen Dienst und war da verantwortlich, um eben die Leute reinzulassen und ja, also man ist da mit einem Schauspieler zusammen, der Schauspieler eben diese Show macht und ich, die halt die Show geguckt hat und für die, für das Publikum verantwortlich war. Mega süß. Es gab zwei verschiedene Vorstellungen. Einmal die Tasche von Betz und die Ballonfrau. Und ich fand beides wirklich süß, sehr schön gemacht. Auch der Schauspieler hat das mega toll gemacht. War cool. 6-mal Theater guckt man an einem Arbeitstag. Ist auch mal was anderes. Wir stehen vor Symbolika und ja, Symbolika, das ist schon etwas länger her. Also hier habe ich noch gearbeitet, während ich noch im Büro gearbeitet habe, auch denn ich durfte einmal einen Tag Job Rotation machen und ja, das kann man machen, wenn man im Park arbeitet, dass man eben mal irgendwo anders einen Tag mitarbeiten geht und das habe ich genutzt, um mal einen Tag bei Symbolika zu arbeiten. Was auch echt interessant war, weil es verschiedene Positionen gibt. Es gibt zum Beispiel die Pre-Show und ich habe gelernt, wie man die Pre-Show bedient. Es gibt da auch Pre-Seat, also Gäste einteilen in die Fahrzeuge. Ich durfte auch beim Steuern mitgucken, natürlich nicht selber steuern, aber auch gucken. Es gibt einen Spezialeingang für Gäste mit Behinderung und ein Fahrzeug, spezielles Fahrzeug für Menschen mit Behinderung, das auch woanders anhält. Es war auch interessant, das mal zu sehen. Und was gibt's noch? Den Ausstieg, ja, den Einstieg, also Bügel schließen, gucken, dass alle sitzen, Freigabe drücken. Ja, fand ich auch wirklich sehr cool, eine sehr tolle Attraktion, um zu arbeiten. Zunächst mal, wow, guck dir das an, Pietanpferd, Jürtenradfahrt, so schön, diese Aussicht, die Sonne steht perfekt für die Achterbahnecke. Und wir haben gerade, wow, ich bin ganz geflasht, ne? Wir haben nicht zufällig gesehen, dass hier die Parode ist. Oh, die Parode ist ja hier. Lass mal mitfahren. Und dann haben wir festgestellt, oder habe ich gesagt, es war mal ein Ziel von mir, Aquanura von der Parode aus zu sehen. Und zufällig war gerade die Uhrzeit. Wir haben es gerade noch in die Fahrt geschafft. Wir dachten, wir sind zu spät, aber es lief gerade das Finale, wo wir oben waren. Weil der Mitarbeiter zu spät aufs Knöpfchen gedrückt. Bei Aquanura. Ja.
Oh, es war so schön. Wow. Wirklich, das stand so lange. Jedes Mal, wo wir hier waren und gefilmt haben, habe ich gesagt, eigentlich will ich mal Aquanura filmen von oben. Irgendwie hat es nie geklappt. Ich habe auch nie... Man kann das super gut timen. Man muss halt nur einsteigen, wenn die Show losgeht. Dann macht man auf jeden Fall eine Aquanura. Aber irgendwie habe ich es trotzdem nie so in Angriff genommen. Aber heute hat es irgendwie geklappt. Am letzten Tag. Oh. Okay, wir haben gerade beschlossen, dass wir das noch steigern möchten heute. Und zwar werden wir in 2 Stunden um 21.15 Uhr nochmal Fachode fahren. Und dann hoffen wir, Aquanura mit Licht zu sehen. Bisschen. Ich glaube, man sieht das. Bei 21.15 Uhr ist es schon auf jeden Fall schon Dämmerung. Ich glaube, man sieht dann Licht. Wir gucken mal, wir machen das auf jeden Fall. Wir haben ja, wir haben die Zeit jetzt. Und wir nutzen unseren letzten Tag hier heute aus und machen alles das, was wir immer schon mal tun wollten. Ja. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Ja, wir sind beim Märchenwald angekommen. Und hier ist eigentlich das Letzte, was wir euch noch, oder was ich euch noch erzählen möchte. Und zwar habe ich tatsächlich meinen letzten Dienst, den ich hier in Efteling hatte, im Märchenwald gehabt. Zufällig, den habe ich mir nicht genommen. Ich wurde so eingeteilt. Und ich fand das wirklich sehr schön, weil der Märchenwald, das ist einfach Efteling. Daraus ist Efteling entstanden. Das ist das Herz von Efteling. Und es hat den ganzen Tag geregnet fast, aber das war trotzdem wunderschön. Ich durfte da ja, ein bisschen rumlaufen, dafür die Sauberkeit sorgen, Gästen helfen, Menschen, die sich verirrt haben in den Tiefen dieses Märchenwaldes. Und auch die 6 Schwäne, da war ich auch für verantwortlich. Das war eine kleine Attraktion hier. Ihr müsst mal gucken, die ist ziemlich versteckt. Und es wird auch, das ist nicht das letzte Video, was von Efteling jetzt kommt in der Zeit, denn wir haben euch noch ein Video, ein komplettes Video aus dem Märchenwald gedreht. Da haben wir heute noch die letzten Aufnahmen für gemacht, weil ein paar Attraktionen waren geschlossen, ein paar Märchen waren geschlossen, als wir hier gefilmt haben. Leider war das Zwergendorf immer noch nicht ganz fertig, deswegen haben wir da jetzt keine Aufnahmen von, aber ich denke, das ist nicht so schlimm. Ein paar Aufnahmen haben wir davon, nur halt eben nicht alles, aber da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. In dem Video stellen wir euch den kompletten Märchenwald vor, zeigen euch alle Märchen, erklären euch alle Märchen und zeigen euch auch noch so ein paar kleine Geheimnisse. Und ja, damit war es das jetzt auch und ich hatte noch versprochen, euch noch mal kurz was zu sagen zu, ja, vielleicht nicht unbedingt zum Grund, warum wir gehen, aber was jetzt noch so auf uns zukommt, weil wir haben auch schon auf Instagram ganz, ganz viele Nachfragen bekommen, warum wir denn Efteling wieder verlassen und was jetzt, wo unsere Reise hingeht. Und dazu kann ich sagen, dass es meine Entscheidung war zu gehen, denn ich habe, also viele, viele haben gedacht, dass es ist, weil Matthias' Studium zu Ende ist, und das ist auch so. Also Matthias' Studium ist zu Ende und ja, aber das ist nicht der Grund, warum wir weg sind. Tatsächlich bin ich der Grund, weil ich einen anderen Job gefunden habe, von dem ich glaube, dass er noch besser zu mir passt. Und was das ist und wo das ist, möchte ich nicht sagen, weil ist auch für mich so ein Punkt jetzt, wo ich sage, es war schön. Ich habe echt super gerne hier ab und zu mal was geteilt, auch auf meinen Social Media Kanälen, aber das soll jetzt eben auch enden. In Zukunft möchte ich nicht mehr öffentlich über meine beruflichen Sachen sprechen. Und Matthias, glaube ich auch, weil ich das so richtig verstanden habe, aber musst du für dich entscheiden. War ja noch nie eigentlich großartig. War noch nie so bei dir, ne? Aber du, das Efteling hast du ja auch einige Male was gezeigt. Ja, aber das war einfach jetzt, ja, das war natürlich für uns was ganz Besonderes, weil es eben so ein bisschen unser Einstieg in die, oder ja, bei dir eher der Serengeti-Park natürlich, aber für mich war es wirklich so der Einstieg hier in die Freizeitparkbranche. Und deswegen, ja, war das irgendwie schön, da ab und zu mal was dazu zu erzählen, weil es halt auch einfach gut zum Thema unseres Kanals passt. Und ja, aber wie gesagt, in Zukunft möchten wir das eben nicht mehr und wir hoffen, ihr habt da Verständnis für. Ja, dann würde ich sagen, wir beenden das Video noch nicht, denn wir haben ja noch eine Mission. Wir gehen gleich zur Pachode und wollen auch mal Aquanura von oben gucken, mit Licht diesmal. Und ja, da bin ich sehr gespannt, wie das ist. Und damit wird dann das Video enden. Deswegen bleibt unbedingt noch dran, guckt euch das an, es wird sicherlich mega schön. Aber ich bedanke mich an der Stelle schon mal fürs Zuschauen. Matthias, möchtest du noch was sagen? Tschö. Tschüss. Tschüss.